Jülich war bei der Junioren-WM 2018 Teil davon. Ostbayerns Nachwuchssportler des Jahres 2017 startete in seinem ersten U19-Jahr so richtig durch. Platz 10 bei der WM, Platz 3 in der Einzelwertung der Bundesliga und deutscher Vize-Bergmeister. Dann der perfekte Jahresabschluss. Ulig wurde noch deutscher Juniorenmeister. Henry Ulig! Dazu brauchen wir unseren nächsten Sponsor. Von der Asklepios Klinik Bad Abbach, den Direktor der orthopädischen Klinik, Professor Dr. Dr. Joachim Grifka und Physiotherapeutin Anne Koppel. Ja, guten Abend. Wir freuen uns, wieder dabei zu sein, dass wir hier Sponsor sein dürfen bei diesem Event, was einfach mitreißt mit Begeisterung und Schwung. Wir stehen jetzt hier anstelle des Geschäftsführers, der eigentlich der Sponsor ist, und das ganz besonders, weil Frau Toffel die Sportphysiotherapeutin bei uns im Hause ist, die viele Sportler betreut. Ja, und jetzt dürfen wir jemanden ehren, der, darf ich sagen, den wir letztes Jahr hier kennengelernt haben und der seitdem bei uns betreut wird. Herzlichen Glückwunsch, Henry Ulig. Und wir haben ja bereits im vergangenen Jahr hier an dieser Stelle von Superlativen gesprochen. Hätte man eigentlich meinen können, es geht nicht mehr. Und dann kam 2018 bei dir. Dein erstes U19-Jahr, sagenhafte 16 Rennen hast du gewonnen, auch mit internationaler Konkurrenz. War es für dich das richtungsweisende Jahr? Ich würde sagen nein, weil es gab viele Höhen und Tiefen. Und ich würde sogar sagen, es gab mehr Tiefen in dem Jahr. Aber am Ende war es halt dann doch noch ein erfolgreiches Jahr. Aber es war jetzt nicht besser als 2017. Sind auf jeden Fall eine Ansage. Du bist Jahrgang 2001, du bist in diesem Jahr 18 Jahre alt. Das heißt, du rutschst demnächst auch in den Herrenbereich. Wie schätzt du dort deine Chancen ein? Ja, ich habe jetzt nochmal ein Jahr Junioren und da versuche ich dann, da natürlich mein Bestes zu geben und dort bei der Weltmeisterschaft vielleicht sogar Medaillen zu erringen. Und dann suche ich mal nach einem guten Team für den Elitebereich und hoffe dort dann mich weiterzuentwickeln und am Ende dann in die Profikarriere einzusteigen. Wie können wir uns eigentlich deinen Alltag vorstellen? Du bist knapp 18 Jahre alt. Erlebst du auch so Teenager-Dinge oder bist du tatsächlich nur fixiert auf deinen Sport? Ja, also ich muss mich erstmal bedanken bei meinem sozusagen Arbeitgeber. Ich bin bei der Bayerischen Polizei angestellt, genauer gesagt bei der Bereitschaftspolizei in Dachau und genieße dort die Förderung des Spitzensports. Das heißt, ich kann meinen Sport mit der Ausbildung super verbinden. Und ich habe jetzt heute gesagt bekommen, dass ich den ersten Ausbildungsabschnitt bestanden habe. Und morgen werde ich dann vereidigt und dann habe ich abgelegt. Freistellung, kann mich komplett auf meinen Sport konzentrieren und dann ab Oktober geht es dann wieder für 4 Monate zur Ausbildung. Wow, herzlichen Glückwunsch natürlich auch dafür, dein Jahr startet sensationell. Ja, ein disziplinierter Henry Ulig, du hast einen genauen Plan in deiner Karriere, so hat man das im Gefühl, und ein disziplinierter Henry Ulig, der sehr ehrgeizig ist, das findet übrigens auch ein treuer Wegbegleiter. Ja, liebe Gäste, eigentlich wollten wir draußen drehen, aber Sie wissen, was in den letzten Wochen los war mit dem Wetter. Es hat nicht funktioniert. Und nun sind wir hier auf dem Spinningrad in Rübest. Und bei mir ist Jürgen Reiser und er hat eine ganz besondere Beziehung zur Familie Ulig. Wer ist das denn? Ja, ich kenne den Papa vom Henry, den Uhu, schon seit, denk, 25 Jahren. Und habe dadurch natürlich als Freund der Familie die Karriere von dem Henry immer sehr aufmerksam begleitet. Bin insgesamt sehr Radsport interessiert, ich würde mich als Fan bezeichnen. Und von daher war das für mich eine große Freude zu sehen, wie der Henry sich da entwickelt. Was ist denn das für ein Werdegang? Erst so ein Alter von 12 Jahren
gab es dann so die historische Frage vom Henry: Papa, wo ist mein Team? Und dann hat der Papa Ulrich sich bemüht um den Verein, der fand dann beim RSC Kelheim eine Möglichkeit, eben eine Jugendmannschaft aufzubauen, eben um den Henry und den Oskar herum. So, langsam geht's dann los mit dem Schwitzen, gell? Bis bei dir? Ja, geht auch schon los, ja. Was zeichnet den Henry eigentlich aus? Den Henry hat von jeher ausgezeichnet, dass er unheimlich zielstrebig ist, ohne angeschoben werden zu müssen, und dass er mit sehr viel Freude an die Sache ranging. Und so, ich erinnere mich da an einen Werkzeitfahren, wo ich ihn begleitet habe, wo ich sagen muss, der Kerl hat sich geschunden, unvorstellbar. Wie viel Spaß macht das eigentlich, wenn man sieht, da ist ein Junge, der kann was Großes werden? Ja, das hat man natürlich immer im Kopf, dass man sagt, Mensch, wenn wir den mal im Fernsehen sehen, der mal Tour de France wird, der Weltmeister oder sonst was. Und das ist immer schwer abzuschätzen. Je jünger die Leute sind, umso schwieriger. Aber ich denke schon, dass der Henry eine wirklich gute Zukunft als Radsportler vor sich hat. Ja, kurz für mich, aber eher nicht. Ich drehe mal wieder ein bisschen runter. Jetzt ist es ja so, dass beim Henry der Beruf auch super mit seinem Hobby zusammenpasst. Ne? Ja, also das ist für den Henry ganz ein wichtiger Punkt gewesen, dass er es in die Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei geschafft hat. Er hat jetzt eben die Möglichkeit, von Oktober bis Januar eine Ausbildung als Polizist zu machen und dann ab Ende Januar sich voll auf den Radsport zu konzentrieren. Was kann er denn mal erreichen, der Bursche? Ich denke nicht, dass der Henry die Tour de France gewinnt, aber vielleicht gewinnt er ja Mayer und Sanremo. Reicht ja auch, gell? Ja, reicht ja. Oder Flandern-Rundfahrt oder ähnliche Sachen. Er fährt ja ganz viele Wettkämpfe am liebsten, ne? Genau. Wie wir zwei. Wir kämpfen hier auch schon. Wir rauchen jetzt direkt zurück ins Kolpinghaus, zurück zu Evi und David.